Hallo Leute, wieder eine weitere Folge Knast-Stories. Marco macht es wieder, natürlich wie immer. Und jetzt geht's los. Hallo Janis. Hallo. Bevor wir mit den Knast-Stories anfangen, würde ich dir gerne noch einen Kommentar vorlesen, beziehungsweise würde ich dich gerne fragen, weil eine Zuschauerin gerne von dir hören würde, wie du mit Trauer umgehst in Bezug auf deine Kinder bzw. Hunde. Ah, okay, habe ich auch gelesen. Ja, da habe ich sogar auch glasklar gesagt, dass man dort definitiv drauf eingeht. Also okay, also gut. Ich glaube aber nochmal, dass es eine Frau war, aber spielt jetzt auch keine Rolle. Ja. Also ich kann nur erzählen, wie es bei mir war, wenn meine Kinder gestorben sind. Ich habe sofort das Essen eingestellt, kein Spaß. Ich persönlich wollte sogar gar nicht mehr leben. Also mir war dann alles scheißegal. Ich war natürlich todtraurig. Und dann, ich bin aber ein gottesfürchtiger Mensch und für mich ist klar, egal wie groß auch immer der Schmerz ist, ich habe mir immer gesagt, früher oder später werde ich meine Kinder wiedersehen. Davon bin ich auch überzeugt, egal ob das jetzt belächelt wird oder nicht. Ich bin davon überzeugt, dass du deine Tiere irgendwann wieder siehst, wenn du dann selber stirbst und in den Himmel kommst. Und ich weiß, das ist ja ganz schwierig, das ist immer individuell, also jeder geht damit anders um. Ich kenne zum Beispiel einen, der hatte auch einen Dogo Argentino, der war sogar der Onkel von meinem Giotto damals. Das war ein Zufall, dass ich den kennengelernt habe, und es war auch Zufall, also das ist wieder eine andere Geschichte, ist jetzt auch nicht so wichtig. Der hieß Gambedo, und als dieser Hund gestorben ist, habe ich mit dem telefoniert gehabt, habe ich gesagt, was hast du mit dem Gambedo gemacht? Hat er gesagt, den hat er gleich beim Tierarzt gelassen. Also hat ihn einschläfern lassen und hat ihn dann dort gelassen. Also der wurde dann in der Masseverbrennung mit verbrannt, oder? Das wäre für mich unvorstellbar gewesen. Für mich war es, wie gesagt, so, ich konnte nicht mehr essen. Ich konnte auch nicht mehr schlafen. Also ich habe jeden Tag bitterlich geweint. Ich habe sofort innerhalb von wirklich 6 Wochen 10 Kilo abgenommen gehabt damals. Also für mich war es die Hölle. Für mich war das überhaupt das Härteste bzw. das Schlimmste, was ich jemals durchlebt habe. Aber wie gesagt, das ist ja für jeden... Ich kann ja nicht wissen, wie ein anderer darauf reagiert. Das kommt ja immer auf die Intensität darauf an, wie du dein Tier liebst. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und ich aber meine Tiere sind ja für mich mehr wert wie Menschen. Das weiß ja auch jeder, der mich persönlich kennt. Für mich war es die Hölle. Für mich wird das immer das Schlimmste sein. Und es bei mir vergeht aber auch kein Tag, dass ich nicht an meine verstorbenen Kinder denke. Oder? Ich habe ja dort im Schlafzimmer drüber, das weißt du ja, 2 dieser Kinder stehen, also in der Urne drinnen. 2 sind bei meiner Ex-Partnerin. Ja, und dann einfach nur dieser Glaube an Gott und das Wissen, dass ich früher oder später ja zu denen komme irgendwann, oder? Das hilft mir natürlich, dann, oder hatte mir dann ein Stück weit geholfen, durch die Trauer hindurchzukommen, ja. Mhm. So war das für mich. Und so wird es für mich auch immer bleiben, oder? Was würdest jetzt du jemandem empfehlen, der jetzt gerade vielleicht so einen Verlust durchmacht? Das ist eine schwierige Frage, weil ich ja nicht weiß, wie dieser jemand tickt eigentlich. Oder? Aber wenn der wirklich sehr, sehr leidet, ich denke, dass das ein fataler Fehler wäre. Das ist auch immer individuell. Es gibt Leute, die besorgen sich dann sofort einen Ersatzhund, was für mich nicht nachvollziehbar. Weil ich glaube nicht, dass ein anderes Tier dir über den Verlust des verstorbenen Kindes darüber hinweghelfen kann. Aber wie gesagt, bei mir wäre es nicht gegangen, nicht sofort. Ich kann es nicht sagen, ich kann dir einfach nur sagen, was ich durchlitten habe, oder beziehungsweise wie das für mich war. Für mich war es die Hölle, nicht mehr gegessen, nicht mehr geschlafen. Für mich war es, mir wäre es auch egal gewesen, wenn ich zu dem Zeitpunkt selber auch gestorben wäre, ganz ehrlich. So war es für mich die Hölle. Und ja, aber dieser Glaube an Gott und das Wissen, dass ich auf jeden Fall früher oder später wieder mit denen zusammen sein werde. Und davon bin ich felsenfest überzeugt. Und da bringt mich auch keiner von diesem Gedankengang ab, oder? Das ist einfach so ein Fertiger. Okay. Aber natürlich ist es die Hölle, ich weiß es. Also wenn jemand sein Tier so sehr liebt, dann ist es auf jeden Fall die Hölle. Wow. Okay, danke. Dann haken wir das jetzt ab. Ja, und ich hoffe, ich konnte diese Frage so gut wie nur möglich beantworten. Wie gesagt, ich kenne die einzelnen Individuen nicht, oder wie die denn darauf reagieren, wie schlimm das für jeden Einzelnen ist, oder? Ja, jeder trauert anders und genau. Jeder hat auch einen genau. Stärkeren oder weniger starken Schmerz. Da hat auch einer geschrieben gehabt, oder? Also auf diesen Kommentar hat ein anderer geschrieben, dass der Janis, also ich jetzt, erzählen werde, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Wortwahl, aber der hat ja eigentlich recht gehabt. Was soll ich jetzt jemandem sagen, wie er mit Trauer umzugehen hat? Ich kann ja niemandem Tipps dafür geben. Das ist ja genauso, wie er einer Liebeskummer hat, kann ich ja nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, wie intensiv der diese Frau oder was weiß ich auch immer geliebt hat. Mhm. Das ist immer schwierig, solche Tipps zu geben, weil, wie gesagt, jeder ist ja anders, oder? Ja. Also danke erstmal, Janis. Kein Problem. Ich hoffe, ich konnte die Frage so gut wie nur möglich dem Zuschauer beantworten. Auf jeden Fall. Wir haben ja im letzten Video über Ravensburg gesprochen, beziehungsweise über deine Ankunft in Ravensburg. Ja.
Könntest du uns mal über deine Ankunft in Thüringen erzählen? Als ich das erste Mal in Thüringen verhaftet wurde? Ja. Okay, das war am 17. Januar 2007. Das war das Ding, wo der Raffi angeschossen wurde. Da ging es darum, oder? Eine angebliche Schutzgelderpressung wurde mir vorgeworfen. Mir und dem Raffi damals. Und eine Brandstiftung. Die Tätowiergeschichte brauche ich jetzt gar nicht mehr erzählen. Die habe ich auch schon tausendmal erzählt. Auf jeden Fall bin ich dann verhaftet worden. Bin dann nach Gera gekommen. In Gera musst du dir vorstellen, ja, natürlich ein langer Flur. Die Seite sind Zelle, die Seite sind Zelle. Da läuft es ab wie folgt. Also ich bin alleinig sofort, ich bin sofort mit zwei Typen in die Zelle reinkommen. Genau, der eine war ein totaler Crystal Junkie, aber ein lieber Kerl eigentlich, ein armer Kerl auch. Und der andere war ein recht kräftiger Typ, oder? Der hat jemand totgeschlagen im Suff. Der hat überhaupt nicht verstanden, dass er überhaupt im Gefängnis ist. Also Gera, so hatte ich das, da habe ich das noch in Erinnerung, war eigentlich hauptsächlich ein Untersuchungsgefängnis. Es war ein Drecksloch, ein richtiges Drecksloch. Weil da musst du dir vorstellen, da war ein Fenster, dann war ein Lochgitter dahinter, circa 5 cm direkt, ein Lochgitter. Und hinter dem Lochgitter war dann nochmal so eine Sichtschutz, also so eine Blende. Du konntest also nicht rausschauen. Du hast Glück gehabt, wenn du zur Seite geschaut hast, dann konntest du ein bisschen was sehen. Dieser Knast war mitten in der Stadt, muss ich dazu sagen, in Gera. Mittlerweile gibt es dieses Gefängnis nicht mehr als Gefängnis, also das Gebäude steht nach wie vor, klar. Aber soweit ich weiß, musste die auch jedes Jahr über 100.000 Euro Strafe bezahlen an die Stadt oder ans Land Thüringen. Ich weiß es jetzt nicht genau an wen. Aufgrund der Tatsache, weil eben diese Lochblende da war, das ist ja unmenschlich, das geht ja nicht. Da kommt weder Luft rein, noch sonst irgendwas. Und jetzt hockst du in einer Zelle, ich schätze mal, weiß ich nicht, 10, 12 Quadratmeter vielleicht. Vielleicht war sie ein bisschen größer, aber du hockst halt mit 4 Leuten drin in der Bude, oder? Also ist grauenhaft, oder? Dann raucht das Scheißhaus noch da drin, ekelhaft. Aber das ist ja normal im Knast. Also dass das Scheiß, was in der Zelle drin ist. Meistens ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel Sicherheitswagen hast, hast du natürlich auch eine größere Zelle, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall, ich kam mit den Typen eigentlich recht gut aus. Die hatten was zu rauchen, also sprich Tabak. Das hatte ich ja anfangs erstmal nicht. Dann habe ich das mit denen geteilt. Es war aber für mich schon sehr, sehr anstrengend, gerade jetzt mit dem Typ da, also mit dem Totschläger, weil er war jetzt nicht unbedingt die älteste Kerze auf der Torte, weil er immer wieder zu mir gesagt hat, lies mal bitte, lies mal. Also ich habe dann seine Unterlage natürlich auch mit durchgelesen. Und der es einfach nicht verstanden hat, dass er jetzt überhaupt ins Gefängnis muss, weil er ja eben totgeschlagen hat. Habe ich zu dem gesagt, pass auf, du kannst, weil er ja besoffen war. Also er hat geglaubt, aufgrund der Tatsache, dass er besoffen war, gehört er einfach nicht ins Gefängnis. Also die waren aber, glaube ich, soweit ich es noch in Erinnerung habe, zu zweit bzw. auch zu dritt, wo einen totgeschlagen haben. Irgendwo auf dem Auto, seid ihr irgendwas mit dem Autohändler oder was weiß ich, so eine Geschichte war das, oder? Ich bin mit denen gut ausgekommen, dann kamen andere. Halt, stopp! Zu dem Zeitpunkt war sogar noch einer vom Stahlpakt MC, der damalige Präsident vom Stahlpakt Weimar, den Namen, den möchte ich jetzt nicht sagen, mittlerweile ist der auch nicht mehr beim Stahlpakt, der ist im anderen Motorradclub jetzt. Der war im Gefängnis gesessen und damals hat der mir dann, und der hatte nur Dings geraucht, Marlboro Menthol, das weiß ich auch noch, also richtig ekelhaftes Dreckkraut, oder? Also grauenhaft. Und mit dem konnte ich mich aber übers Fenster unterhalten, also sprich über diesen kleinen Spalt, der lag nicht so weit weg von mir. Zwischen mir und zwischen dem waren, glaube ich, ein oder zwei Zelle. Okay. Und das ist ja mittlerweile auch bekannt. Damals war es so, das ist, weiß ich sicher, damals konnte ich noch über den Fernseher, also über Pro7 oder über Sat1 oder so, konnte ich über den Videotext kommunizieren mit der Außenwelt, verstehst du? Echt? Ja, klar. Was? Damals hast du Texte geschrieben, das ist kein Spaß, oder? Mhm. Das ist ja mittlerweile bekannt, das hätten sie abgeschafft, soweit ich jetzt weiß, oder? Auf jeden Fall hat der mir dann immer irgendwelche Nachrichten zukommen lassen, was ja geil war, von meiner Frau zum Beispiel, weil ich glaube, seine Frau hatte den Kontakt zu meiner damaligen Frau aufgenommen gehabt, so irgendwie ist das gelaufen. Auf jeden Fall wusste ich, dass es draußen alles gut ist, dass es meinem Kind gut geht, also damals war ja der Jato noch am Leben, da war ich natürlich beruhigt. Und dann war es so, dann bin ich mit den zwei Typen gut klar. Also mit dem bin ich dann auch hin und wieder mal in der stopp, bevor ich das mit dem Freizeitraum erzähle, ganz wichtige Geschichte, das ist so grauenhaft gewesen. In Gera lief das damals tatsächlich so ab wie folgt. Du hast ja das Recht als Gefangener auf eine Stunde Hofgang, also Freigang, Freihof heißt es dort. Auf jeden Fall musst du dir aber vorstellen, wie das dort abgelaufen ist. Das ist kein Witz. Du liegst dort im Bett, oder? Morgens um 6, auf einmal kommt euch die Sprechanlage, Freihof, Freihof, Freihof. Also das heißt, Freihof dort drüber, oder? Das bedeutet, du hast innerhalb von 5 bis 10 Minuten Zeit, dich komplett anzuziehen und dann in den Hof runterzugehen. Verstehe ich? Also diese Stunde Freihof. Das war ja eiskalt, damals war ja Schneeklege. Ich bin natürlich runtergegangen, ich wollte diese Stunde raus, oder?
Dann habe ich den, eben diesen Typ da, diesen damaligen Präsident vom Stahlpark, mit dem bin ich im Hoflauf und der hat mir dann auch hier die Scheiße gegeben, hier, also die Marlboro Mentholdreck. Ja, aber habe ich auch geraucht, den Dreck besser wie gar nichts. Verstehe ich, also der bei mir in der Zelle, die hatte Tabak, oder? Das habe ich auch geraucht. Ich hatte ja, wie gesagt, keinen Einkauf, nichts. Den hatte ich aber, glaube ich, dann, ich glaube, ich konnte dann sogar einkaufen irgendwann mal, weil ich hatte ja auch Geld bei meiner Verhaftung mit dabei. Oder meine Frau kam ja damals, meine Ex-Partnerin kam ja und hat mir noch schnell Geld gegeben, weißt du, wo das SEK da uns verhaftet oder beziehungsweise mich verhaftet hat im Clubhaus. Auf jeden Fall war es dann so, am nächsten Morgen habe ich gewusst, ja klar, logisch, um 6 Uhr ist Freihof, oder? Also war ich komplett gerichtet, da kam aber keine Dings, keine Nachricht durch die Scheißsprechanlage, oder? Da kam nichts, ich schwör das, da hockst du. Und da habe ich gedacht, ja scheiße, oder? Dann habe ich mich wieder hingelegt, 2 Stunden später, Freihof, Freihof, Freihof. Ich schwör's, dann habe ich gedacht, Alter, guck mal auf den Tacho, Kollege, oder? 2 Stunden später. Das war wirklich so, du konntest nicht genau wissen, wann du dort Hofgang hast. Das konnte ich einfach nicht wissen. Das war auch möglich, dass die einfach um 12 Uhr zum Beispiel dass die Scheiße rauskauen haben. Ne, um 12 Uhr, da gab es eine Mittagfresse. Aber dann war, also das kam um 10 Uhr, um 6 Uhr, manchmal um 7 Uhr. Oder um 6 Uhr, sorry, um 7 Uhr, glaube ich. Ja, da muss ich mich korrigieren. Ich glaube, es war schon mal um 7 Uhr. Oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ziemlich früh auf jeden Fall. Du konntest dich definitiv nicht darauf einstellen, morgen um 8 Uhr habe ich eine Stunde frei auf. Das ging nicht. Das war einfach nicht möglich. Wahnsinn. Weil die das einfach, oder mittags um 15 Uhr zum Beispiel, ging auch so Dinge an, die da abzogen. Also grauenhaft. Und da kam dann auf jeden Fall noch ein vierter Typ. Das war so ein Bodybuilder. Ich weiß, da haben jetzt schon einige Leute jetzt Kritik geübt in YouTube, in den Kommentaren, wenn sie sagen, wenn der Typ eine Geschichte erzählt, dann hat der sie alle plattgeschlagen. Ich weiß, wie sich das anhört. Mhm. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe natürlich schon auf den Kopf gekriegt. Wirklich glasklar, ja logisch, oder? Aber das kann ich wirklich, das hört sich arrogant und eingebildet an, ich weiß es. Aber das kann ich wirklich an ein oder zwei Hände abzählen. Da brauche ich aber wirklich keine zwei Hände. Es war nun mal so, was soll ich denn jetzt hier anders erzählen? Nee. Und würde das nicht der Wahrheit entsprechen, was ich da erzähle? Ja, was glaubst du jetzt mal ganz im Ernst, was da für ein Shitstorm über mich einbrechen wird? Mich kennen ja mittlerweile unzählig viele Leute, die mit mir Zeit verbracht haben, also viele, viele Jahre. Jetzt unabhängig vom Gefängnis, auch draußen, verstehst du? Das war nun mal so und fertig. Ich kann doch jetzt dir eine Geschichte erzählen, nur damit irgendwelche Zuschauer zufrieden sind. Auf jeden Fall kam es dann jetzt wieder zurück zu Gera. Wir haben uns zu dritt gut verstanden. Und dann kam ein Typ rein in die Zelle, so ein junger Kerl, damals war der vielleicht 26 oder so, so ein Bodybuilder-Typ. Und dann wollte der oben liegen im Bett. Da habe ich zu dem gesagt, nee, Moment mal, da liege ich oben, oder? Und dann sagt er, nee, ich liege jetzt da oben. Dann habe ich gesagt, sag mal, verstehst du irgendwas, Kollege, oder? Dann habe ich dem erstmal ein paar ins Fressbrett reinboxt, oder? Ganz klar. Du, dann pass auf, das ist kein Witz. Dann ist der erstmal runtergelegt und habe gesagt, hat er sich rauslegen lassen aus der Zelle. Dann war es wieder Ruhe, dann war wieder Harmonie. Ich habe es ja gern harmonisch in der Zelle. Ja. Wir hatten jetzt zwar uns nicht gegenseitig angefasst, obgleich die Überlegung bestimmt bei dem einen oder anderen dabei war, bei den zwei, also bei dem Totschläger und bei dem Junkie da, aber da war es dann wieder Ruhe, verstehst du? So ist das damals abgelaufen, oder? So, aber das war in Gera. In Gera war ich aber, muss ich dazu sagen, auch viermal. Also damals, also zu der Zeit, was ich jetzt gerade erzählt habe, da war ich knappe 3 Wochen, ja genau, und hat mein Anwalt damals Haftprüfung beantragt. Die ist sogar durchgegangen, oder? Also ich bin an der Haftprüfung dann tatsächlich entlassen worden, bin sogar später für diese angebliche mir vorgeworfene Schutzgelderpressung, also das heißt dann im Fachausdruck räuberische Erpressung im besonders schweren Fall, und für diese Brandstiftung sind mir ja später auch freigesprochen worden. Also da war ich dann mit kleinen Memo vor Gericht gesessen. Der hat sich komplett eingeschissen bei mir. Wirklich, ist auch die Wahrheit. Unabhängig davon, dass ich ihn jetzt nicht unbedingt mehr mag. Aber das ist ja wirklich, muss ich sagen, ist komplett emotionslos. Das ist einfach ein Lappen gewesen, oder? Mhm. Der hat sich komplett eingezeichnet. Was soll man machen? Was soll man machen? Ich sage, halt einfach deine Fresse und fertig. Das wird schon gut gehen. Ja, und auf jeden Fall haben wir dann einen Freispruch. Der Staatsanwalt hat für mich 4 Jahre beantragt. Für ihn hat er, glaube ich, 3 beantragt. Und einen Freispruch haben wir gekriegt. Das war wirklich ein absolut objektives, korrektes Urteil damals. Kein Scherz. Das war so und fertig, oder? Das war die Geschichte damals, erstmalig in Thüringen im Knast, oder? Also es war unter aller Sau, oder? In dem Geier, in dem Drecksladen. Da war es auch wirklich so, also im Sommer zum Beispiel, ich war ja auch mal dort, dann, wo es wärmer war, da war es wirklich so, dass mindestens einmal, soweit ich das noch in Erinnerung habe, war mindestens einmal in der Woche tatsächlich der Krankenwagen gekommen, weil du diese Löcher, da gab es sogar 8-Mann-Zelle, muss ich mal überlegen, die waren natürlich dann größer wie 12 Quadratmeter, ja. Aber wenn du dieses Fenster hast, verstehst du, und dieses Lochgitter und diese Blende, und du kannst nicht atmen da drinnen, das ist ja grauenhaft, und da sind ja Leute umgefallen, also wegen der Hitze, zum Beispiel wegen der Hitze, verstehst du, was ich meine? Wahnsinn. Ja, so ist das abgelaufen, das war Gera. Ja, aber das Scheißhaus in der Zelle war schon zu, oder war das offen? Das war zu, ja. Ah, okay. Das war ja, Moment, ey, ich war in Mannheim im Knast, da war nur ein Vorhang davor. Also da hat es gleich schön nach Gülleloch gerochen, oder?
Ja, es geht mir jetzt weniger um den Geruch. Also das ist geht ja weniger. Moment, stopp, was heißt denn hier? Das geht dir, also hast du so einen Fetisch oder was? Das nein. Ist dein Ernst. Ja, Moment. Naja, wenn man da jetzt irgendwie 7 Leute drin hat und man sitzt da so im Freien einfach auf so einer Schüssel und alle Nein, also das, pass auf, wie gesagt, es gibt tatsächlich, Mannheim war das damals so, da hast du wirklich nur einen Vorhang. Hey, stopp, weißt du, wo das tatsächlich so ist? In Nürnberg. In Nürnberg ist es wirklich so, ich schwöre es, wo du sagst. Aber das sind Einmannzelle, da bist du alleine drin. Ja, da ist das Scheiße einfach im Freien. Da ist kein Vorhang, keine Tür, kein gar nichts. Ja, da ist ja egal im Prinzip, aber wenn dir Leute zugucken. Ja, gut, da musst du dann auch durch, oder? Du stehst ja auch nackt unter der Dusche mit den Leuten. Ja, ja, klar. Ja, aber das darf jetzt, glaube ich, gar nicht vom Gesetz. Da hat man, glaube ich, andere Sorgen, ja. Als ob jetzt, als wenn das jetzt kommt einer... Kommt drauf an, was du fressen hast, oder? Ja. Achso, oder was meinst du? Achso, wenn man Arzt sitzt jetzt. Achso, als wenn man da auf der Schüssel sitzt und einer sieht das, da hat man... Ja, gut, scharf drauf bist du jetzt nicht unbedingt. Gut, das weiß jetzt nicht, wie du ankauft bist. Da mit unserem Kollegen, was ich letztes Mal erzählt habe, mit diesem Marco K., der hat das wahrscheinlich gern gehabt oder so. Der ist ja Betrüger hier, Kika-Betrüger, oder? Den hat das jetzt wahrscheinlich eher nichts ausgemacht. Der hat da wahrscheinlich ein Wohlbefinden dabei empfunden, was weiß ich, wie das heißt. Ich war jetzt nicht unbedingt der Pich darauf, im Raum zu sitzen mit mehreren Leuten. Ich war aber nie in der 7-Mann-Zelle, muss ich dazu sagen. Also wie gesagt, das Schlimmste war mal diese 4-Mann, da wo der Typ dann sich rauslegen lassen hat, was ich jetzt gerade erzählt habe. Ja. Aber scharf drauf wäre ich nicht unbedingt gewesen, da auf dem Scheißhaus zu sitzen, dass mir alle an mögliche Leute zuglotzen waren. Und kack, ne? Wärst du lieber allein in der Zelle gewesen oder war das für dich besser, wenn jemand noch da war? Da wäre ich natürlich lieber alleine gewesen, klar, aber ich glaube, soweit ich weiß, gibt es in Gera oder vielleicht ganz unter, da gab es ja auch tatsächlich Küchenarbeiter, also Gefangene, die in der Küche gearbeitet haben, die hatte dann wirklich eine Einzelzelle, ja, soweit ich weiß, aber ich war nie in einer Einzelzelle in Gera. Aber ich persönlich wäre lieber in einer Einzelbude untergebracht gewesen, klar, logisch, oder wie jetzt mit 3 Leuten oder beziehungsweise zu dritt in der Zelle. Ja, das ist schwierig, oder? Wenn du mit den 2 kam ich ja wirklich gut aus. Wie gesagt, der eine war ein bisschen anstrengend, so, oder? Dass er nicht verstanden hat, dass er überhaupt im Gefängnis gesessen ist, obwohl sie einen totgeschlagen haben. Der andere, der hat schon kapiert, was er gemacht hat, oder? Hier der arme Kerl da mit dem Crystal-Typ, oder? Der war aber auch kurz vom Exodus, oder? So war mein Gefühl irgendwie. Aber die war mit denen, kam ich ja gut klar. Okay. Aber damals in Ravensburg, da wollte ich nicht alleine sein, sage ich dir ganz ehrlich. Weil da war ich ja tot traurig, dass der Giotto weg war. Das habe ich aber letztes Mal schon erzählt. Ja, also da wäre es für mich grauenhaft gewesen, alleine zu gewesen. Da hatte ich schon lieber einen dabei, oder der mit mir spricht. Ja. Gut, danke für die Story. Das war's, ja. Okay, ja. Alles klar. Also Leute, das soll es gewesen sein für heute. Vielen, vielen lieben Dank dafür, für den großartigen Support, dass ihr diese Bücher zahlreich weiterkauft. Auch die Klamotten werden gut angenommen, finde ich. Wahrscheinlich hat das auch viele von euch, aber ja mitbekommen, dass jetzt am 30. diese Buchlesung ist. Ich hoffe, ihr kauft noch zahlreich diese Karten, obgleich so viele gar nicht mehr da sind. Jetzt soll es jetzt erstmal gewesen sein für heute. Von ganzem Herzen wünsche ich euch alles erdenklich Gute, euch und euren Familien. Tschüss, Leute.